Kleines Vorwort noch, bevor das Video jetzt startet. Es geht hier um einen Benchmark zwischen Strato und Hetzner, zwei Webhosting-Provider. Und ich wollte nur nochmal erwähnen, warum ich jetzt überhaupt so viel Wert auf eine schnelle Ladegeschwindigkeit von Webseiten lege. Naja, das tue nicht nur ich, sondern das tun auch Suchmaschinen. Und das Suchmaschinen-Ranking zum Beispiel wird dadurch beeinflusst, wie schnell eine Webseite lädt. Es ist natürlich auch für die Nutzer ätzend, wenn die 4 Sekunden auf einer Webseite müssen, bis die lädt. Zudem hat man noch Performance-Unterschiede zwischen mobilen Geräten und ja, Desktops, weil die einfach andere Prozessoren haben. Von daher ist eine gute Performance von der Website eigentlich für alle Seiten eine tolle Sache. Schlecht ist es halt, wenn man die nicht bekommt. Und genau das Problem hatte ich. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich bin mit meinem Hosting-Provider Strato aktuell unzufrieden und bin gerade bei einem Wechsel zu Hetzner. Das gibt uns jetzt die einmalige Gelegenheit, eine WordPress-Seite, die auf beiden Seiten identisch aufgebaut ist, einmal auf Performance zu testen. Was ihr jetzt hier als erstes seht, ist ein nperf-Speedtest, damit ihr einfach seht, dass ich jetzt nicht eine allzu langsame Leitung hier habe und die jetzt das Ergebnis nicht so allzu sehr beeinflussen sollte. Auch die Latenzen sind ganz gut. Ich mache mir hier mal ein Kommandofenster auf und pinge mal zum Beispiel die 1111 und komme da auf ganz gute Laufzeiten, würde ich sagen. Und das noch hier während einem Speedtest im Hintergrund. Warten wir mal, bis der fertig ist. So, ich habe hier also einen Durchschnitt von 33 Megabit pro Sekunde. Und Upload ist so ca. bei 11 Megabit pro Sekunde. Schauen uns also nur die Durchschnittswerte an. Sollte jetzt zum Surfen erstmal ausreichen. Was wir jetzt machen ist, ich habe jetzt diese eine Seite, die ich eben umziehe, die heißt willkommen in falkensee.org, die rufe ich jetzt auf, erstmal die Startseite. Und gleichzeitig habe ich ein Plugin installiert im Firefox, der uns einfach misst, wie lange die Seite braucht zum Laden. Das ist eine WordPress-Seite mit MySQL im Hintergrund. So, was haben wir jetzt hier für einen Wert? 7,25 Sekunden. Den schreibe ich mir hier auf. 7,25 Sekunden. Die nächste Seite. Ich lasse euch das jetzt auch alles in Echtzeit mal ablaufen, damit ihr auch seht, dass der wirklich so lange lädt. Da bin ich dann bei 4,03 Sekunden. Und die dritte Seite. Da bin ich dann bei 4,34 Sekunden. Also das ist ein recht lange Wert für so eine relativ einfache Webseite. Und aktuell zieht jetzt noch die Domain um. Wenn die umgezogen ist, baue ich die Webseite identisch auf. Einfach einen Datenbankdump und die ja, ganzen WordPress-Dateien vom Webhoster einfach umgezogen. Und dann schauen wir mal, wie schnell es dann auf Hetzner weitergeht. Weiß ich jetzt selber noch nicht in dem Moment, weil die Seite noch nicht umgezogen ist. So, ihr seht oben die Uhrzeit, immer noch gleiches Datum und tatsächlich haben wir jetzt die Homepage umgezogen, also die Domain. Die Homepage war vorher schon quasi bereit und hat nur noch gewartet auf den Domainumzug. Was ich jetzt mache ist, ich gebe wieder die drei Seiten ein und wir schauen wieder genauso, wie lange das gedauert hat. Ja, und dann schauen wir mal. Einmal die Startseite und ich sehe schon direkt, das ging viel schneller, gar keine Frage. Schaut mal hier, 1,61 Sekunden. Und wenn wir jetzt uns die alten Zeiten mal angucken, 7,25. Ich habe natürlich auch wieder den Cache und sowas gelöscht, also das sollte uns da jetzt nicht böse reinspielen. Das gleiche machen wir hier mit der Seite. Sofort da. 611 Millisekunden. Das ist natürlich jetzt ja, völlig irre im Vergleich zu den Werten, die wir da vorher bekommen haben. So, und die Termine sind in 763 Millisekunden aufgebaut. Jetzt ist das nicht nur mir aufgefallen, sondern es gibt halt verschiedene Dienste, auch zum Beispiel von Google PageSpeed Insights, die eben genau solche Tests anbieten und die mir hier auch jetzt eine deutlich schnellere Performance als vorher einfach attestieren. Also hier sind alle Werte sogar grün, beim Mobil haben wir noch ein bisschen was vielleicht zu tun, aber selbst das ist bei 93%. Das ist eigentlich kaum noch Optimierungsbedarf nach oben. Von daher würde ich mal sagen, der Provider-Umzug hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt und ja, die besseren Werte hier, die sprechen meiner Meinung nach auch Bände und es ist sogar in dem Fall deutlich günstiger.